Oh mein Gott, Helen. Schätzchen, was steht denn da? Helen fliegt mit mir nach Paris. Ach du meine Güte, ist nicht dein Ernst. Sieh dir dein Gesicht an, ich hab dich reingelegt, richtig reingelegt. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Es ist doch nur eine vorhochzeitliche Reise und während wir dort sind, müssen wir noch zur Anprobe bei der Designerin für dein Hochzeitskleid. Du fliegst mit mir nach Paris? Oh mein Gott, das ist wirklich das allerbeste Geschenk der Welt. Ich danke dir so viele tausendmal. Oh, Paris! Ich fasse Scheiße, Helen, willst du mich verarschen? Annie. Nein, Mama, du fliegst mit ihr ins scheiß Paris? Annie, was ist mit dir los? Helen, ich hab dir erzählt, dass sie Paris liebt. Das Ganze war meine Idee. Annie, beruhige dich. Nein, Lillian, was hast du vor? Du fliegst jetzt also mit der tollen Helen dahin? Werdet ihr da vielleicht auch Fahrrad fahren und tragt ihr dabei Baskenmützen und habt ihr so ein scheiß Baguette in eurem Fahrradkorb vorne drin? Oh mein Gott, ist das romantisch! Welche Frau schenkt einer anderen Frau eine Reise nach Paris? Dann überleg doch mal, Lesben! Das habt ihr doch auch sofort gedacht. Nein, hab ich nicht. Gebt's doch zu. Ich hab's auch gedacht. Wir alle haben daran gedacht. Annie. Du bist nicht mehr die Lillian von früher. Die Lillian, die ich kannte. Die alte Lillian, die hätte die Augen verdreht und mir zugestimmt, dass das Ganze hier übertrieben, lächerlich und bescheuert ist. Was ist das hier für eine Brautparty? Und was ist das für ein scheiß Riesenkeks? Glaubst du wirklich, dass diese figurfixierten Frauen hier den Keks auch nur angucken? Oh, da ich gerade davon rede, da fällt mir was ein. Ich habe ja noch gar nicht von diesem Scheißkeks gekostet. Komm her, du bescheuerter Scheißkeks. Wie lecker, bescheuerter Keks. Ich werde... Vielleicht schmeckt er noch besser, wenn ich ihn in die Schokolade tippe. Oh. Ist es das, was du willst, Lillian? Das ist ja eine Hammershow. Alles klar. Kosten wir doch mal die schöne, heiße, unhygienische Schokolade. Oh, Scheiße, ist die heiß, verdammt! Es reicht, Annie! Hast du verdammt nochmal deinen Verstand verloren? Was tust du da? Was ich hier tue, stimmt, ja. Woher solltest du das wissen? Du bist ja nur noch mit dir selbst beschäftigt. Dann kläre ich dich mal auf, okay? Seit du heiraten willst, läuft alles nur noch scheiße. Weißt du was, Annie? Im Moment bin auch nur ich wichtig. Du hast es geschafft, jede einzelne Veranstaltung vor meiner Hochzeit zu ruinieren. Vielen Dank auch. Okay, den Dank gebe ich zurück. Das ist alles ihre verdammte Schuld, nicht meine. Und das wüsstest du auch. Wenn du deinen hübschen Kopf mit der neuen Frisur mal aus deinem Arschloch ziehen würdest, eher gesagt aus ihrem Arschloch, das sicher perfekt gebleached ist. Weißt du was? Das ist es. Und willst du auch wissen, woher ich das weiß? Weil ich mit ihr zusammen in diesem Scheißsalon war und ich habe jetzt auch ein gebleachtes Arschloch. Und ich liebe mein neues Arschloch. Hör mal, wieso kannst du dich nicht einfach für mich freuen und dann nach Hause fahren und hinter meinem Rücken über mich reden wie jede andere normale Frau? Ich freue mich für dich, Lillian. Ich freue mich wirklich für dich. Und ich wünsche dir Glück, denn ich werde dir nicht mehr auf die Nerven gehen. Ist das dein Ernst? Annie! Na los, 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 los! Komm sofort zurück! Stopp! Oh Mann. Nein, nein! Sie bekommt kein Gastgeschenk! Sie kriegt ganz sicher keinen Hund! Und denk ja nicht, dass ich dich nach diesem Auftritt bei meiner Hochzeit sehen will, Annie! Ich bin stolz auf dich. Halt die Klappe, Helen! Hat mir vielleicht irgendjemand von euch auch noch was zu sagen? Ich habe mir schon zwei Hunde genommen, die sind in meinem Wagen.